Hallo YouTube, heute gibt es ein Video zum Thema Die Systeme fallen. Und ich habe über das viel nachgedacht, weil ich glaube, dass einer der wichtigsten Schritte, die wir setzen müssen, unsere Welt ist in der Zange von räuberischen Systemen, das wissen wir glaube ich alle, das betrifft die Finanzen, also das Geldsystem, das betrifft das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, alles was System heißt, ist eben eine Zange, die die Menschen klein halten soll, einzwängt und vor den Kahn spannt, damit eben räuberische Wesen im Hintergrund schön brav unsere Arbeitskraft und unsere Energie einfackeln. Da geht es eben um Sklaverei und die bekannteste Zange, das bekannteste System, glaube ich, das wir da haben, das wird Matrix genannt und das ist gemeint, das ist die Zange, die über unserem Geist sitzt, so als Kollektiv, dass wir eben eine Geisteshaltung haben und eine Lebenseinstellung, die sagt, Sklaverei ist eh in Ordnung. Das ist natürlich verrückt, weil demgegenüber steht das tiefe Wissen, dass wir alle irgendwo haben, dass wir Schöpferwesen sind. Also wir sind aus einer Quelle hervorgegangen, die schöpferisch ist und wir haben in uns den Funken, der dieselbe Qualität hat. Natürlich in ganz, 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 ganz kleiner Form, also wirklich als Mini-Fraktal, aber eben als Fraktal. Ein Fraktal hat immer dieselbe Qualität wie das Ganze, aus dem das Fraktal hervorgegangen ist. Also wir sind nicht nur ein Teil davon, also es ist nicht etwas, was du in lauter Teile teilst und dann ist es eben zersplittert, sondern es ist ein kleiner Teil davon mit denselben Qualitäten vom Ursprungsding. Und das heißt, dieses schöpferische Prinzip in uns, das sagt eben, wir sind schöpferisch. Und das möchte sich entfalten, das möchte eben schöpfergleich werden, so wie diese Quelle selbst. Und das heißt, wir haben jetzt auf der einen Seite dieses Gefüge, in dem wir als Sklaven leben, das ist das eine, und auf der anderen Seite haben wir in uns das Schöpfertum. Das ist ein wahnsinniges Spannungsfeld und in dem bewegt sich unser Leben. Und ich wollte da ein bisschen auf das eingehen, wie ich das persönlich sehe, wo der nächste Schritt für uns steht, so als Kollektiv gesehen. Und ich möchte dazu auf wunderbare Quellen verweisen, also dass du weißt, woher dieser Mist kommt und von was mein Denken beeinflusst ist. Also das heißt, wenn wir uns wünschen, dass wir dieses schöpferische Prinzip in uns mehr leben, ist es notwendig, dass wir diese Zange ablegen. Das heißt, dass wir letztendlich alles, was die Matrix eben ist, hinter uns lassen. Das heißt, dass wir uns vom Geldsystem entfernen, vom Gesundheitssystem entfernen, von der Geisteshaltung, der Papa Staat wird schon richten, oder von der Geisteshaltung, die anderen wissen alles besser als ich. Und in manchen stimmt das ja auch, in manchen ist das ja auch so. Also eben, mein Zahnarzt weiß besser Bescheid, wie man den Zahnschmerz entfernt, wie ich selbst. Und ich bin auch froh, dass es diese Aufteilung gibt, aber letztendlich geht es um schöpferische Prinzipien. Und wenn wir die in uns besser erkennen, dann leben wir so, dass wir gar nicht erst Zahnschmerzen kriegen. Das heißt, die Dinge haben immer viele unterschiedliche Levels und sind sehr facettiert. Also es ist nicht linear, es ist nicht A und B mit einem Strick verbunden, sondern es hat unheimlich viele verschiedene Komponenten und Levels und Betrachtungsarten. Und es ist eben facettiert und nuanciert und das muss man immer bedenken. Also die Wahrheit ist nicht so ein einfaches Gefüge, wo man sagt, ja, das ist ganz klar umrissen und das ist immer so. Das sehe ich anders. Ich glaube, jeder hat einen kleinen Teil davon, den er mit seinem Bewusstsein erfassen kann und für einen größeren Teil ist unser menschliches Bewusstsein einfach zu klein. Weil wie gesagt, wir haben diese Qualität der Quelle in uns, aber in so einer Mini-Portionierung, dass wir nicht den Überblick haben. Das heißt, das Video hier ist dazu da, um eine Inspiration zu bieten. Ich sage auch, welche Quellen ich dir empfehle, wenn du in der Richtung ein bisschen weiter forschen willst. Und natürlich gebe ich meinen Senf dazu, das heißt meine bescheidene kleine Perspektive, die eben subjektiv gefärbt ist und nicht den Anspruch hat, dass sie die allgemeine Wahrheit repräsentiert. Das Leiberl ziehe ich mir gar nicht an. Dazu weiß ich zu wenig, dazu verstehe ich zu wenig, dazu habe ich zu wenig Kapazität von meinem menschlichen Gehirn her. So sehe ich das. Also die Systeme sind lebensfeindlich, weil sie eben anderen Leuten dienen. Ja, das sind eben Zeckensysteme. Wir zahlen in Systeme ein, wir zahlen Steuern, wir zahlen Sozialabgaben und so weiter und unterm Strich kriegen wir dann nichts. Das weiß, glaube ich, jeder. Das heißt, du zahlst ein für den Staat, damit du eben eine gewisse Infrastruktur hast und letztendlich ist das jetzt so aufgebaut, dass wir für diese Infrastruktur dann auch nochmal extra zahlen. Also eben zum Beispiel, du zahlst ein dafür, dass du einen Zug hast, eine Bildung, dass du Straßen hast und für alles müssen wir aber extra zahlen. Das ist ja nicht so, dass es dabei bleibt, sondern du musst ein Zugticket kaufen und du musst, die Bildung ist nach wie vor gratis. Warum? Weil es eben Mind Control ist. Es ist eine Fairbildung. Das ist etwas, was dich von dir selbst wegführt, deswegen ist es noch immer gratis. Aber in anderen Ländern ist das nicht einmal das. Die zahlen ein und zahlen auch für die Bildung auch noch, die eben eine Fairbildung ist. Die einzige Bildung, die du hast, die wahrhaftig ist, ist die Selbstbildung. Das wissen wir, glaube ich, alle. Aber wie gesagt, ich maße mich hier nicht an, dass ich was revolutionär Neues
erzähle, weil ich glaube, wir alle haben ein tiefes Wissen in uns und wir können uns gegenseitig daran erinnern, dass wir das haben. Und darin sehe ich ja auch drin meine Aufgabe. Ich bin ein freundlicher Erinnerungsservice, so nenne ich das gern, weil ich eben weiß, jeder hat ein Puzzlesteinchen in sich und wenn wir uns das zutrauen, dass wir das Puzzlesteinchen haben, setzen wir als Menschheit da was Neues zusammen, was vielleicht viel stimmiger und gesünder ist, als das, was wir jetzt gerade haben. Also kommen wir zu den Systemen, die wir alle kappen könnten oder sollten oder müssten, um uns aus diesem Sklaven-Mindset oder aus der Matrix herauszuhieven, damit eben dieses schöpferische Prinzip in uns das schöpfen kann, was wir uns wünschen. Also du und ich und ich glaube, jeder Mensch hat so Träume, wo er sich denkt, boah, mein Leben wäre echt gut, wenn. Wenn ich nicht so eingesperrt leben würde, wenn ich nicht so viel Steuern zahlen müsste, wenn ich nicht, keine Ahnung, 70% von dem, was ich verdiene, abgeben müsste. Ja, wenn du selbstständig bist, dann weißt du das. Ich weiß das sehr gut und das ist sehr bitter, ja. So viele Abgaben für nichts, damit das ich Idioten bezahle, ja. Unsere Politiker und unsere ganzen Kontrollsysteme da, die finanziere ich damit und ich will die gar nicht haben. Und letztens hat mir jemand geschrieben, ja, aber du sagst immer, wir leben in einem Sklavensystem, aber das stimmt doch gar nicht. Wir sind doch frei, wir können doch einen Beruf wählen, wie wir wollen. Wir können doch so leben, wie wir wollen. Meine Antwort darauf ist, nur weil du es nicht siehst, heißt das nicht, dass es nicht da wäre. Also wenn wir ein gesundes Bewusstsein hätten, dann würden wir das erkennen, dass wir in einer Zange leben und würden uns zusammentun und sagen, ja nicht mit mir, ich gebe doch nicht 70% von dem, was ich verdiene, ab, für nichts, bin ich nicht blöd. Das heißt, unsere Sicht wäre uneingeschränkt, wird erkennen, was wir machen an Zahlen, ja, an Fakten. Und dann würden wir uns zusammentun und würden sagen, bestimmt nicht. Das beste Beispiel ist das mit dem C, ja, wo uns bestimmte Maßnahmen aufoktroyiert worden sind. Gesunde Leute, die keine Sklavenmentalität hätten, die hätten das alles von Grund auf geprüft, gesagt, nicht mit mir, ich gehe da raus, ich organisiere was, morgen stehen die Massen auf der Straße und es kommt nicht zu einem Unsinn. Aber so war es nicht. Die Sklaven waren in Angst. Die Sklaven sind immer in Angst. Die Sklaven sind Sklaven, weil sie vorher mit Brutalität niedergeknüppelt werden. Das ist ja immer so. Ja, denk an die Römer, die machen ihre Schlachten und das Ganze kommt raus, eben, es ist mit brutaler Gewalt. So lange, bis die Sklaven dann immer denken, boah, alles nur nicht wieder so eine brutale Gewalt. Und das ist nicht bewusst. Das heißt, sie vermeiden dann Dinge zu tun, weil sie eben sich denken, besser ich bin ein Sklave und besser ich bemerke gar nicht, wie mein Sklavenleben aufgebaut ist, als dass ich wieder in diese Angst falle, als dass wieder eben diese rohe Gewalt auf mich ausgeübt wird. Und das sind unbewusste Mechanismen. Wir haben so wenig Ahnung, was in uns drin ist, an Informationen, an allem. Das ist irre. Also du bist so viel mehr, wie dir bewusst ist. Und wir sollen jetzt, das ist glaube ich unsere Aufgabe als Menschheit von der Erde, da rausgehen, dass wir uns ein Bewusstsein aneignen, was ein bisschen über das, was uns bewusst ist, hinausgeht. Also eben, da gibt es ja diese Studien, dass wir einen ganz kleinen Bruchteil unseres Gehirns benutzen. Und das sind, ich weiß nicht, 5% oder 7%, gibt es unterschiedliche Meinungen, aber klar ist, das ist mehr als 90% liegen brach und kein Mensch weiß, was in diesen 90% eigentlich passiert, außer dass da so quasi nichts passiert. Das ist eine Vorbereitung auf ein höheres Bewusstsein, was nicht aktiviert ist. Wir haben es nicht aktiviert. Es ist uns nicht zugänglich. Warum? Weil wir in der Zange von diesen Sklavendings drin sind. Das heißt, wir erfüllen unseren Auftrag nicht. Ja? Also das ist das mit der Berufung. Ja? Da gibt es den alten Mythos, den so viele Leute propagieren. Du hast was in dir und du hast den Auftrag, das zu leben, aber du musst finden, was es ist und dann musst du losgehen und dich einsetzen, dass es dann in die Wirklichkeit kommt. Das war das mit der Berufung. Ja? Und da ist es eben so, dass manche Leute wissen, sie haben das. Ja? Und die gehen los und machen das und andere Leute sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das sein soll. Und in dieser Phase sind wir, glaube ich, als Menschheit. Wir haben eigentlich keine Ahnung, was das sein soll. Wir umgeben uns mit Floskeln und sagen, ja, ich bin ein Schöpferwesen, aber wir erschließen nicht, was es bedeutet. Es bleibt bei einer Floskel. Und ich glaube eben, dass wir das verstehen, was das heißt, ein Schöpferwesen zu sein, das ist ein Zeitauftrag, den wir haben. Das ist quasi unsere Berufung momentan. Weil wenn wir erkennen, was unsere Berufung ist, ja, das ist individuell unterschiedlich, aber das ist auch etwas, was uns verbindet, was die Menschheit an sich betrifft. Ja, dann haben wir bessere Art zu leben. Also diesen Gedankengang bin ich schon sehr lange auf der Spur. Und ich verlasse mich sehr stark auf das, was ich selbst erlebe, das, was ich selbst sehe und höre und was eben zu mir kommt, weil ich sehr stark in der Innenschau lebe. Das heißt, quasi, wenn ich das Gefühl habe, da ist was da, ich muss da reinhorchen, ich muss da reinschauen. Ich lebe so, dass ich mich stark dem Inneren zuwende, weil ich schon früh kapiert habe im Außen, gibt es lauter falsche Autoritäten und so wenig Wahrheit, da höre ich lieber gar nicht erst zu, sonst bin ich verwirrt.
Aber das ist natürlich sehr unterschiedlich und also ich hatte ein Umfeld, wo ich als Kind sehr rebellisch war und das hilft zu einer Geisteshaltung. Ja? Und Leute, die eine Familie gehabt haben, wo sie sich verstanden gefühlt haben, da ist es ein bisschen schwieriger, so eine renitente Haltung einzunehmen, aber es ist, was uns gut tut, weil dieses Thema betrifft uns als Kollektiv. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Es gibt wirklich gute Quellen über unsere Geschichte. Also was wir in der Schule und im Bildungssystem so gesagt kriegen, ist alles Schrott. Die Geschichte der Menschheit war ganz anders. Wir stammen nicht vom Affen ab, ja, und du und ich, wir wissen das schon lange. Aber es ist gut, vielleicht darauf nochmal hinzuweisen. Ich möchte dir ein paar Sachen vorstellen. Wenn du Interesse hast, dann lies dort bitte weiter. Ich streife das nur, weil, wie gesagt, das sind, jeder hat ein Puzzlesteinchen. Also alle diese Bücher, die ich jetzt gleich zeigen werde, die haben ein Puzzlesteinchen. Das heißt nicht einfach, das ist jetzt die absolute Wahrheit, sondern setzt das zusammen und sieh das eben als großes Mosaik. Und jedes dieser Bücher oder auch mein Selbst dazu von mir aus, das sind kleine Steinchen und bildet deine eigene Wahrheit heraus durch den Filter deines Gespürs. Was fühlt sich für dich richtig an? Weil in dir liegt diese Wahrheit. Aber eben, du musst herausfiltern, was resoniert mit deiner Wahrheit, was resoniert mit dem, was in dir an Wahrheit vorhanden ist und was ist etwas, wo du sagst, nee, das ist für mich nicht stimmig. Und das muss für uns alle nicht unbedingt dasselbe sein. Das ist was sehr Spannendes und ein eigenes komplexes Thema, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich bleibe jetzt hier bei den Sachen, die ein bisschen darauf eingehen, wo der Mensch herkommt, weil wenn wir das wissen, dann wissen wir, wie wir unsere Systeme loswerden, die im Endeffekt eben ein Hindernis darstellen. Das erste Buch, was ich vorstellen will, das habe ich schon öfter referenziert, Die Götter von Eden. Das gibt es auch auf Deutsch von William Bramley. Und das ist ein Typ mit einem sehr wissenschaftlich eingestellten Kopf. Und der hat gesagt, also logisch gesehen macht das überhaupt keinen Sinn, diese ganze Darwin-Geschichte, was immer fehlt in diesen üblichen geschichtlichen Darlegungen, das ist die Komponente, dass es andere Menschen auch gibt, die nicht von der Erde sind, sagen wir es mal so. Und eben, die Götter. Wer sind die Götter? Und er geht irgendwie auf die Spur und er referenziert die sumerischen Schriften, die eben Aufschluss darauf geben, dass die Kultur von Sumer gewusst hat, dass es andere Arten von Menschen gibt, die hier als Besucher erscheinen, die sich hier eben bestimmte Dinge geholt haben, also Bodenschätze, und die auch mit den Lebensformen, die hier vorhanden waren, kommuniziert haben. Und da geht das sehr detailliert darauf ein, das ist ein tolles Buch. Also wenn dich die Geschichte der Menschheit interessiert, das wäre eine sehr, sehr gute Quelle aus meiner Sicht. Das zweite Buch, was ich vorstellen will, ist Forgotten Genesis. Ich glaube, das gibt es nicht auf Deutsch. Das ist von Radu Chinnamar. Von ihm gibt es eine ganze Serie von, ich glaube, 7 oder 8 Büchern und ich finde es sehr spannend zu lesen. Der geht auch darauf ein, wie du hier siehst, und den DNS-Zeichen da drauf, wo die Menschheit herkommt. Und der hat auch wieder ganz andere Quellen wie der William Bramley. Das ist eine abenteuerliche Reise, das zu lesen. Es ist ein Englisch, was nicht ganz so basal einfach ist, aber es lohnt sich, wenn du dich dadurch arbeitest, wenn du ein Interesse hast, hier dein eigenes Bild zu formen. Die dritte Quelle, die ich ganz hervorragend finde, und da weiß ich, dass es auch Bücher auf Deutsch gibt, das ist die Miss Elena Danan. Und die ist wirklich eine, also exzeptionell. Also ihr Werk ist einfach unglaublich. Und sie hat mehrere Bücher geschrieben und ist eine Zeichnerin. Also ihre Bilder sind ein Wahnsinn. Und ja, ich weiß nicht, ob es dieses Buch, dass sie das gibt, auf Deutsch, aber es gibt Bücher auf ihr, es ist alles toll, das alles lesen. Dieses Buch speziell des Siders geht eben darauf ein, hier steht Return of the Gods, also die Rückkehr der Götter, das geht ein bisschen auf dieselbe Thematik ein, wo kommen wir her, wer sind die Götter? Und wenn wir das verstehen, verstehen wir, wer wir selbst sind, zumindest ansatzweise. Also ich habe jetzt vorhin überlegt, dass ich jetzt da mich endlich mal zur Tat schreite und dieses Video mache, aber ich dachte mir dann, ah ja, meine Sicht ist ja auch nicht vollständig und soll ich das überhaupt tun? Und dachte ich mir, doch, ich tue es. Es ist nicht vollständig und ich weise darauf hin, aber vielleicht inspiriert es dich, dass du selbst weiterforschst, weil wir sind kongenial. Also jeder kann irgendein Steinchen da finden und jeder inspiriert den anderen und puff, dann geht das exponentiell, was wir hier zusammen schaffen. Also es ist weniger dieses alte Denken, dass es eine Person gibt, die alles weiß und sondern dass jeder von uns sich denkt, okay, ich habe nur ein kleines Teilchen, aber wenn wir die Teilchen zusammensetzen, dann gibt es ein kongruentes Bild. Deswegen zitiere ich hier auch bewusst mehrere Quellen, damit dieses Prinzip wieder repräsentiert wird, weil jeder hat eben einen Teil der Wahrheit. Jeder hat eben durch sein kleines menschliches Bewusstsein nur einen Ausschnitt, den er erfassen kann. Das ist ja auch gut so. Wir sind eben nicht diese Quelle selbst, die uns geschöpft hat, sondern nur ein Fraktal davon.
Also zurück zu der Geschichte. Ich umreiße es jetzt ganz kurz und wirklich in unserem Kontext, dass die Systeme fallen sollen und wie das funktioniert. Also in diesen Büchern, da gibt es etwas gemeinsam. Es wird beschrieben, dass vor ganz langer Zeit Leute hier so eine Menschform gesät haben und die hat sich im Prinzip selbst entwickelt bis zu einer gewissen Stufe. Und das ist, wie das gemacht wird. Also ein Planet wird besiedelt mit Pflanzen und Tieren und eben allem Möglichen. Und man lässt das dann sich selbst über. Das heißt, diese Lebensformen, die entwickeln dann Symbiosen und Sachen sterben aus und dann geht es da weiter. Und das heißt, es gibt eine Evolution, aber die ist über lange Zeiträume und es gibt eine absichtsvolle Schöpfung, die eben versucht, diese Evolution günstig zu beeinflussen, weil eben sehr viel Respekt vor dem Leben da ist bei wohlwollenden Rassen. Also es gibt unterschiedliche, so wie auf der Erde, wir sind hier der perfekte Mix, weil wir repräsentieren sehr stark, was es da draußen gibt. Es gibt sehr wohlwollende, sehr gutartige, sehr bösartige, sehr parasitäre, verrückte und alles dazwischen. Das heißt, in unserer Menschheit ist das so, momentan, und dazu findest du das Prinzip auch in der Natur. Die Natur kann sehr wohlwollend sein und eben sehr großzügig und alles, aber sie kann auch sehr räuberisch sein und sehr zerstörerisch. Und es gibt ein Wechselspiel, also das, was zum Beispiel eben das Wetter anrichten kann mit irgendwelchen Stürmen, wo halt dann einfach höhere Lebensformen der Reihe nach kaputt gehen. So destruktiv kann auch die Menschheit sein. Das muss aber nicht sein. Es ist ein Wechselspiel. Die Natur repräsentiert uns und wir repräsentieren diese Art von Lebensraum. Und wir stehen, glaube ich, so jetzt in unserer Entwicklung hier vor einer Schwelle, die eben sagt, wir können das alles ändern. Wenn sich unser Bewusstsein ändert, dann verändert sich auch die Natur, dann verändern sich die Prinzipien in unserer Natur, wir haben ein anderes Wetter. Und diese Verwobenheit zwischen Lebensformen und Lebensraum, die haben wir noch nicht wirklich verstanden, aber wir entdecken sie gerade. Das heißt, diese Bücher erzählen alle davon, dass vor ganz, ganz, ganz langer Zeit hier eine Menschform sozusagen angesät worden ist und man hat sich gedacht, ja, die werden schon herausfinden, für was sie gedacht sind und wir werden schon sehen, wie diese Lebensform sich entfaltet. Und sie hat hier ein wunderbares Bild von dieser ursprünglichen Menschform, die hier da war, gezeichnet. Das hier, ja, jetzt siehst du das überhaupt, ja. Also ich empfehle, dass du die Bücher von ihr kaufst. Das sage ich jetzt gleich gerade raus. Und ich glaube eben, es gibt sie auch auf Deutsch, das ist natürlich wunderbar. Hier, diese Lebensform, du siehst, das ist eine Menschform. Und die, das ist die, die hier vorgefunden worden ist, die eben uralt ist, ja. Und dann gab es eben Leute, die hier gekommen sind und Bodenschätze geholt haben. Das ist etwas, was im alten Sumer sehr propagiert worden ist. Die kamen in ihren, wie hießen die da, auf ihren fliegenden Teppichen und in unterschiedlichen Gefährten und haben dann einfach Rohstoffe geholt und eben so Metalle und so Zeugs. Das, was sie eben für ihr Lebensfeld gebraucht haben. Wie gesagt, das findest du alles hier in diesen Büchern, da wird das genau beschrieben. Und da gab es eben Leute, die gedacht haben, jetzt ist es wunderbar, wir nehmen diesen Planeten da als eine Ressource für uns. Und als sie da so gewerkt haben, da gab es einen, der hat sich umgeschaut, der ist ein Experte für Genetik. Und der schaut so aus. Der heißt Enki und der hat sich umgeschaut, der hat eben diese Menschform, die vorhanden war, gesehen, die ich gerade vorhin gezeigt habe, und hat sich gedacht, Mensch, daraus lässt sich was machen. Und als Spezialist für Genetik hat er sich gedacht, okay, vielleicht ist da noch mehr drin. Das heißt, diese Menschform, die kommt ihm gut vor, die sind neugierig, die sind abenteuerlich, da ist so viel da, die haben so viel Vitalität und Gesundheit. Vielleicht kann man die ein bisschen veredeln und dann wird da draus eine mega tolle Menschheit. Und das hat er gemacht. Das heißt, er ist herangegangen und hat sozusagen uns als heutige Menschform geschöpft. Eben mit unterschiedlichen Anlagen und das schließt alle Rassen mit ein. Das heißt quasi, diese ursprüngliche, die war etwas dunkler, aber wir alle haben eben diese Grundform dahinter, die eben diese veredelte Menschform darstellt. Also du kennst das bestimmt vom Garten, ja, da gibt es eben, wenn du einen Obstbaum willst, brauchst du einen wüchsigen Stamm. Und das ist irgendeine Wildform meistens. Und da drauf setzt man eine fruchttragende, ganz tolle, veredelte Form. Das heißt, du hast etwas Wüchsiges, was gut mit der Erde in Kontakt ist und darauf setzt du die Veredelung. Und was du dann kriegst, ist ein wunderschöner Kirschbaum, der ganz viel tragt oder ein wunderschöner Pfirsichbaum oder was auch immer in deiner Gegend wächst. Das heißt, du hast, wenn du etwas von besonderer Güte hast, im Normalfall
ein Element von sozusagen Künstlichkeit, dass jemand absichtlich den Gedanken hatte, einen schöpferischen Gedanke, da gibt es was, ich möchte das veredeln und ich möchte es noch besser machen. Und die Leute sagen jetzt, ja, wenn der Mensch künstlich geschaffen ist, das ist ja schrecklich. Nein, das ist gut. Das heißt, es haben Leute ihre Schöpferkraft erweckt und genutzt. Und in diesem Fall, er hier, hat sie genutzt, um eben den Grundstein zu legen für eine ganz besondere Art von Menschheit, die eben veredelt ist. Die eben noch mehr kann, wie diese ursprüngliche Figur, die hier vorgefunden worden ist. Ja, also die, da dachte er sich, aus dem kann man noch mehr machen. Und er hat angefangen rumzubasteln, und zwar mit dem Gedanken der Gutartigkeit. Und hier gibt es eben viele, also gibt es viel Blödsinn, was erzählt wird. Also es gibt halt eben Leute, die halt diese sumerischen Tafeln übersetzt haben und die haben dann halt Fehlübersetzungen gemacht und das war nicht unabsichtlich so. Weil diese Welt eben der Zange gehalten wird und warum, dazu komme ich gleich. Und da wird dann halt gesagt, naja, man hat hier eine Sklavenrasse gebraucht. Ja und nein. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ich will was ganz Gutartiges schaffen. Und du und ich, wenn wir in uns reinfühlen, fühlst du, dass du in der Absicht geschöpft worden bist, ein Sklave zu sein? Fühlst du das in dir? Also ich nicht. Ich weiß, dass das für mich nicht zutrifft. Und die Menschen, die das glauben, die sind so gehirngewaschen, dass ich sagen will, ja, warten wir mal. Warten wir mal, bis die ein bisschen mehr so sich selber finden, dann haben sie vielleicht eine Einstellung. Also wir sind sehr verdreht, wir sind sehr verbogen. Und warum? Das möchte ich jetzt auch gleich hinzufügen. Das ist, wie gesagt, etwas, was aus der Recherche stammt und aus meinem eigenen inneren Wissen. Das heißt, eben, es wurde diese Menschform in veredelter Form geschöpft. Und dann ist es so, dass eine Menschform eine Führung braucht. Das heißt, wir sind als der heutige Typus, der wir sind, nicht so sehr alt, sondern eben eine Schöpfung von diesem Genetiker und dem, was vorher schon vorhanden war, was ganz, ganz, ganz lange Zeit von so Weltengärtnern angesät worden ist. Millionen von Jahren davor. Ja, das ist ein Mix aus absichtsvoller Schöpfung oder man bringt Lebensformen zusammen, irgendwo hin und schauen, was sie machen und dann Evolution. Das ist ein Mix. Und das heißt, es ist wie bei einem Menschen, also es gibt, solange ein Mensch nicht erwachsen ist, ist er in einer Vormundschaft. Ja, das sind normalerweise die Eltern und dann gibt es irgendwann diese Volljährigkeit und dann ist er sich selbst überlassen. Und solange ein Mensch nicht eben 18 oder 19 oder 20, je nachdem, wo du halt lebst, dieses Alter erreicht hat, kann er nur bis zu einem gewissen Grad selbst Entscheidungen treffen. Ja, also vorher geht das nicht. Wenn ein Kind eine Entschuldigung braucht, müssen die Eltern unterschreiben oder halt irgendein gesetzlicher Vertreter. Weil man sagt, das Kind ist noch nicht in der Lage, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das betrifft auch uns als Menschenart. Ja? Das heißt quasi, wir sind eben nicht so sehr alt, sondern wir sind eine veredelte Form von einem uralten Menschtyp. Das heißt in uns etwas, was uralt ist und gleichzeitig etwas, was verhältnismäßig neu ist. Und deswegen war das halt so, dass wir quasi in der Vormundschaft von dem Schöpfer gewesen sind, soweit ich es verstanden habe. Und der hat aber gesagt, okay, wer ist hier so ähnlich, wer mag das machen? Und er hat rumgefragt und soweit ich das verstanden habe, wie gesagt, es kann sein, dass mein Verständnis hier sehr limitiert ist, aber dass eine Gruppe von Menschen, die eben uns relativ verwandt ist, dazu gefragt worden ist, ob sie das machen. Und das ist eine, die nicht so sehr weit weg ist. Ihr Sternsystem ist relativ in der Nähe. Aber das ist auch noch eine Rasse, die eben, so wie unsere hier, sehr gemixt ist. Das heißt, da gibt es eben Gut, Böse und alles dazwischen. Ja, das Ziel ist eben, dass die Menschform sich, glaube ich, veredelt und letztendlich die gleiche Güte an, also Qualität an Güte entwickelt, wie diese schöpferische Quelle, aus der wir erstammen. Aber wie gesagt, es ist etwas Schöpferisches, dass wir uns selbst zu diesem guten Wesen machen. Wir sind gemixt, in uns ist alles angelegt und wir schöpfen uns selbst. Wir entscheiden, was wollen wir leben. Das Gute oder das Schlechte oder alles dazwischen. Und soweit, wie ich das verstanden habe, und wie gesagt, es kann sein, dass dieses Verständnis falsch ist, ist diese Rasse, die sozusagen eine Aufpasserfunktion gehabt hat, aus derselben Wurzel wie wir, aber eben ist einen anderen evolutorischen Weg gegangen. Und das sind die Leute, die bei den Plejaden wohnen. Und wie gesagt, da muss man sehr unterscheiden. Das heißt quasi, die Plejadier, das ist zu einfach gesagt, weil das steht nicht für einen Typus, sondern da gibt es ganz, ganz, ganz wohlwollende und wunderbare, aber es gibt auch solche, die eben eher selbstsüchtige Gedanken haben, ganz genau gleich wie bei uns. Das heißt, sie sind uns voraus und sie haben einen gewissen Status erreicht, die Volljährigkeit. Das heißt, auf jeden Fall, sie sind uns auf jeden Fall überlegen,
Aber auch da musst du ganz genau schauen, mit wem du es zu tun hast. Wie hier. Ja? Wenn du irgendwo hinkommst und du schaust dir eine Familie an, wo, keine Ahnung, die Kinder verkauft werden, ja, für Geld, das ist natürlich schrecklich, dann hast du den Eindruck, auf der Erde sind nur ganz schreckliche Leute. Und wenn du woanders hinkommst, wo du das Gefühl hast, boah, die geben ihren Kindern so ein schönes Nest und das stimmt jetzt alles so, dann neigen wir dazu, dass wir meinen, boah, das sind nur gute Leute. Aber das ist zu einfach. Das heißt, diese neue Menschschöpfung, die wurde in die Hände gelegt von diesen Nachbarn. Man hat gesagt, solange wir die volljährig sind, schaut doch bitte mal, dass da nichts Schlimmes passiert. Ja, dass da eben dass die rechtzeitig im Bett sind, und das ist allegorisch gesprochen, eben wie man das bei Kindern machen tät, dass sie nicht völlig irregeleitet gehen. Jetzt ist das aber so, dass es wie gesagt nicht nur gutartige und neutrale Wesen gibt, sondern auch räuberische und eben solche mit unlauteren Absichten, die eben das Gefühl haben, sie möchten von anderen Nutzen nehmen. Und diese Leute haben sich gedacht, naja super, da haben wir da so eine Menschheit in der Wiege, die eben noch nichts selbst entscheiden kann. Das heißt, wir überlegen uns, wie wir unseren eigenen Vorteil rausschlagen können. Und die haben mit dieser Gruppe, die die Aufgabe der Vormundschaft gehabt hat, Handelsbeziehungen angeknüpft. Und immer mehr so, ja, wenn ihr uns das gebt, dann geben wir euch das und dann kriegt ihr das und dann kriegt ihr das. Und dafür wollen wir das. Ja? Und wie es so oft ist, Handelsbeziehungen sind oft nicht clean, das kennst du bestimmt. Du kriegst was ganz Tolles angeboten und versprochen und wenn du das dann haben möchtest und einlösen möchtest, dann merkst du, das war alles Betrug, das war alles Schrott, das stimmt so gar nicht. Die geben dir gar nicht das, was sie versprochen haben oder es hat mindere Qualität oder es ist nicht so viel, wie sie gesagt haben und so weiter. Und aus meiner Sicht ist das hier auch passiert. Das heißt, sie haben denen gesagt, naja, gebt uns da einfach diese Leute da von der Erde, dass sie nichts nutze, das ist eh nur lästig oder keine Ahnung, wie das gelaufen ist. Das ist jetzt nur meine Fantasie, wie ich das ausschmücke, wie ich glaube, dass es gelaufen sein kann. Aber jedenfalls, diese Vormundschaft war nicht besonders glücklich. Und sie haben sie letztendlich abgetreten an andere Leute. Ja? Und diese Leute haben hier ihre Stellvertreter gewählt und ein System aufgebaut, was eben sehr räuberisch ist. Und es geht lange, lange zurück. Es geht lange zurück. Und die sumerische Kultur, die hat das gewusst. Das heißt, diese Gruppe von Leuten, die dann in diese neue Vormundschaft inne hatte, das waren Leute, die total nutznießen wollten von den Erdmenschen hier. Und das ist eine Fraktion, die zu der Familie von diesem Enki gehört hat, aber eine Fraktion, die eben leider ein bisschen gestört ist, ja, halt einfach nutznießen will und einen minderen Charakter hat. Und ja, auch da, selbst innerhalb einer Familie, da gibt es jemanden, der das höchste schöpferische Prinzip anzapft und nutzen kann für eine wohlwollende Schöpfung. Und in derselben Familie gibt es Leute, die sagen, super, diese Schöpfung will ich nur verarschen, die will ich nur zu meinem Sklaventum machen. Ja? In einer Familie, in einer Art von Menschentypus. Das ist unglaublich. Ja? Aber so ist das eben bei gemischten Sternfamilien. Und unsere Aufgabe ist es, unsere zu einer wohlwollenden umzuformen. Das heißt, das, was in uns eben destruktiv ist oder halt selbstsüchtig, dass wir das in den Griff kriegen und dazu bewusst sagen, das will ich nicht leben. Ich will das andere leben, das Schöpferische. Ja? Und das ist eben diese Selbstveredelung, die vor uns steht. Und jetzt ist es so, dass wir langsam in dieses Alter kommen, wo wir eben diese Reife, die gesetzliche Reife erreicht haben. Und das ist der nächste Schritt. Das heißt, diese räuberischen Anunnaki, die haben hier ihre Systeme, ja, und die halten uns in der Knute. Das große System ist eben die Matrix an sich und das hat lauter Subsysteme, Finanzsystem, Bildungssystem, Gesundheitssystem, bla 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 bla, Religionssysteme und so weiter. Und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir eben sagen können, wir brauchen diese Systeme nicht, nein, danke. Und das heißt erwachsen werden. Wir brauchen keine Vormundschaft mehr. Wir wollen nicht, dass uns jemand Steuern wegnimmt für nichts. Wir wollen nicht, dass uns jemand sagt, was wir glauben müssen. Wir wollen nicht, dass uns jemand sagt, wie wir gesund werden, weil das ist eh alles, was uns nur noch mehr krank macht. Ja? Und das beste Beispiel ist dieses großartige mit dem Saft, das wir da hinter uns haben, das uns was als wahnsinnig gesundheitsfördernd angepriesen worden, was uns im Prinzip hätte vernichten können. Es ist vereitelt worden. Ja? Aber wichtig ist zu wissen, also die Vormundschaft ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr nötig, glaube ich, wo alle Leute was zu essen haben und miteinander leben, ohne dass sie sich eben bekriegen und Bomben auf den Kopf schmeißen, lauter so Blödsinn. Davon müssen wir einfach weg. Das heißt quasi, dass wir friedlich miteinander auskommen und uns so weit kümmern um andere Leute, dass sie was zum Essen haben. Das heißt, dass dieses Ausbeuterprinzip komplett verschwindet.
dass wir sagen, wir wollen das nicht haben. Wir wollen es nicht in unserer Familie, wir wollen es nicht in unserer Straße, wir wollen es nicht in unserer Nachbarschaft, wir wollen es nicht in unserem Ort, wir wollen es nicht in unserer Stadt, wir wollen es nicht in unserem Land, wir wollen es überhaupt nicht. Und das ist diese sozusagen Reife, die es braucht, damit wir eben eine selbstverantwortliche Menschheit sind, und da geht's hin. Und dass wir auch sagen, nein, danke, wir brauchen diese Saga von außen nicht, wer wir sind. Wir finden das jetzt selbst. Wir finden selbst, was unsere sozusagen Berufung ist. Und das ist ein höheres Schmetterlein zu entfalten. Und das bedeutet, wir sind friedlicher, wir sind angenehmer, wir sind mehr bei uns selbst. Wir kümmern uns umeinander. Wir versuchen, gute Leute zu sein. Hallo, wir sind eben nicht so gemixte Typen. Ja? Wir sind nicht so eine gemixte Geschichte. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Und wenn du dich bemühst, dass du einfach ein guter Mensch bist und dich um andere kümmerst und schaust halt, wenn es dir schlecht geht, dass du dir selbst weiterhilfst, dann bist du genau am richtigen Weg. Weil das heißt, du bist erwachsen. Du brauchst keinen Vormund, wenn du dich um dich selbst kümmern kannst. Und darum geht es. Das heißt, was ist der nächste Schritt? Die Systeme müssen fallen. Wissen wir alle. Und warum? Weil diese Systeme ein Vormundschaftssystem repräsentieren. Und dieses Vormundschaftssystem ist genau das, was uns eben in der Zange hält und uns in einem Sklavenzustand. Weil natürlich versuchen die, die eben diese Vormundschaft haben, uns einzureden, wir sind Sklaven, wir sind nur geschöpft worden, um für andere zu hackeln, und wir sind geschöpft worden, um Steuern zu zahlen und um Abgaben zu machen, um wieder zu coinen, was uns andere erzählen. Dafür gibt es ja überhaupt so Fernsehen und Medien, ja, damit wir wieder coinen, damit wir nicht selbst finden, was in uns ist, an Klugheit, an Weisheit, an Wissen. Ja. Dafür gibt es dieses Verbildungssystem, wenn uns von außen gesagt wird, wer wir sind, was wir tun, ja, und das ist natürlich völlig lückenhaft, komplett falsch. Also es fängt damit an, dass wir uns selbst mit Quellen befassen, die eben viel mehr repräsentieren, was die Wahrheit ist. Und das sind zum Beispiel solche Dinger. Aber die größte Wahrheit liegt immer noch verschlüsselt in dir selbst. Das heißt, wenn du dich um dich selbst kümmerst und dich selbst entscheidest, du wirst ein Mensch, der wirklich was gecheckt hat, der was weiß, der eben gutartig ist, dann öffnen sich Räume in dir, wo du selbst Wissen anschaffst und ja, hurra, dann lebst du deine Berufung. Und das ist letztendlich die Berufung, die wir alle haben. Ja? Und bei jedem äußert sich das anders, prägt sich anders aus. Wir sind eben alle unterschiedlich und doch einander verwandt. Also das wäre das, was ich jetzt hier ein bisschen kurz umreißen wollte. Es ist die Zeit, dass wir sagen, die Vormundschaft ist zu Ende. Das ist die Zeit. Verzeihung, mein Frosch im Hals. Dass wir sagen, wir brauchen keinen Vormund mehr. Danke, ich kann auf mich selber aufpassen. Danke, ich weiß, was ich selbst denken möchte. Danke, ich weiß, was ich selbst glauben möchte. Danke, ich weiß, was ich selbst fühle. Solche Sachen. Ich lasse mir nichts erzählen. Ich lasse mir auch von der blöden Esoterik nichts erzählen. Ich lasse mir vom Mainstream nichts erzählen. Ich lasse mir von nichts was erzählen. Danke, ich weiß das schon. Ja? Und eben, wenn ich jetzt einen Zahnarzt brauche, gehe ich zum Zahnarzt, damit ich weniger Schmerzen habe, weil in der Phase bin ich gerade noch. Aber ich gehe nicht die ganze Zeit hin, sondern nur, wenn es wirklich nötig ist. Ja? Und so gehen wir unseren Weg weiter und evolutionieren uns selbst weiter zu dem, was wir eben gedacht sind. Wir leben unsere Berufung, und das ist, ein guter Mensch zu sein, so einfach. Ich hoffe, es war hilfreich und hat sich ein bisschen unterhalten und dich animiert, dass du selbst forscht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Videos gefallen, unterhalb Zweiter Blick Insider gibt es einen Link. Das ist ein gesperrter Service von mir. Da gibt es eben noch weitere Inhalte, die ein bisschen tiefer gehen und auch auf die Zeitenergie eingehen. Vielen Dank, und ich hoffe, bis zum nächsten Mal.